Ja, einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. JerGameCom hier und willkommen zu einem Setup-Video. Und den Rundgang durch mein kleines, aber feines Zimmer beginnen wir mit einer grünen Wand. Das ist auch die Wand, vor der Bloggermon teils bzw. öfters mal gedreht wurde. Das Format wird, denke ich mal, nicht weitergehen. Muss ich mich mal noch mal drüber schlafen, aber ich bin aktuell an der Stelle angelangt, wo ich sage, nee, muss nicht unbedingt sein. Aber das ist halt der Greenscreen, der geht bis zur Decke. Vom Boden da unten bis zur Decke und die geht halt auch entsprechend weit rüber. Daneben bzw. darunter steht dann mein Schrankbett, ja, also das kann komplett als Bett einmal reingeklappt werden. War mehr oder weniger eigentlich nur eine designtechnische oder praktische Entscheidung, weil natürlich der gesamte Greenscreen auch bis zum Boden abgefilmt werden gekonnt sollte. Also man sollte wirklich das bis zum Boden abfilmen können. Und würde das Bett jetzt stehen, dann würde das ja nicht so ganz möglich sein. Und das Bett immer wegzuschieben, ja, war damals, wo ich das hier eingerichtet habe, nicht so ganz, möglich. So, da unten sehen wir dann die obligatorischen Morgenmuffel-Hausschuhe, ganz wichtig. Dann das Bett, wie gesagt, Schrankbett, bequeme Matratze, American Bettwäsche und ein nicht passendes grünes Kopfkissen. Hier liegt dann das einzig Technische an dem Ganzen, ein iPod und ein Sennheiser Kopfhörer. Ist jetzt nicht der allerbeste, muss man ja sagen, also das weiß Aton für 60 Euro oder 70 Euro, glaube ich. Macht aber gerade abends, wenn man dann ein bisschen Musik hören will, doch ganz guten Klang und dafür langt und dafür passt es dann auch. Da rechts noch ein Buch, was ich schon vor Jahren durchgelesen habe, warum das da immer noch liegt, keine Ahnung. Eine Fernbedienung, die nicht funktioniert, auch nicht schlecht, warum das da liegt, keine Ahnung. Oben drauf dann natürlich, habt ihr gerade schon gesehen, die Matratze, falls doch mal mehr als zwei Leute hier übernachten wollen. Und oben drauf noch eine Decke, dient auch gleichzeitig fürs Fenster da hinten, ja, das sind jetzt Milchhai, wo dann... ja, das Ganze vorgespannt wird, damit dann der Beamer gescheit an die Wand strahlen kann. Kommen wir da nochmal zu. Ich gehe jetzt erstmal rechts herum, das heißt dann hier zum Wecker. Der weckt einen nämlich mit einem grässlichen, und ich meine wirklich richtig grässlichen Ton. Das geht früh an das Ding und ich springe förmlich aus dem Bett und schlage drauf, damit er aus ist, weil das ist so ein grauenhafter Ton, aber ich finde das gut so. Er könnte auch mit Musik und sowas wecken, aber so wird man früh wenigstens wach und drückt dann nicht einfach, weil man es kann, auf Snooze, sondern möchte diesen Ton einfach nie wieder am Leben hören und das Ganze dann nochmal sich anzutun. Nee, das muss nicht ganz so sein. So. Hier liegt dann mein altes Handy, das hätte ich eigentlich schon längst mal wegschmeißen sollen. Hier liegt mein neues Handy, beziehungsweise mein aktuelles Handy, hier noch ein LAN-Kabel und hier mein Portemonnaie. Das Handy ist ein Motorola Motolux, schlag mich tot, günstiges Modell, also nichts Besonderes, Tolles. Habe ich was anderes, kommen wir da noch drauf. Hier dann Telefonstation ohne Telefon und hier dann der Router. Läuft aktuell über die TV-Buchse, also Glasfaserkabel, mit 32.000er DSL und Upload 4 Megabit, soweit mich nicht alles täuscht, also ein halbes Megabyte pro Sekunde in etwa und Download 4 Megabyte pro Sekunde etwa. Kommt auch relativ gut immer durch, also kann ich mich nicht großartig beschweren. So, WLAN-fähig natürlich alles dabei. Das ist dann auch gleichzeitig so eine Art Regal, wo praktisch die ganzen wichtigen Sachen mit drin sind, sprich also Krams und Kabelzeug für die Box und Telefon und sowas, weil hier vorne mal eine Steckdose ist. Dann hier ein paar Bücher, wichtiges Zeugs, ein Lexikon, eine Reihe, die ich 2009 oder sowas, vielleicht war auch, nee, war noch ein Stückchen eher, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt habe, 2007 könnte es gewesen sein, ist schon etwas out-to-date, aber sowas im Zimmer stehen zusammen kommt immer gut. Dann daneben Schulzeug, sprich also ältere Hefter, Tafelwerk, alles was so wichtig ist, knallst du da mal rein. Dann daneben noch ein bisschen Ordnerzeug, was halt so anfällt an Papieren, Verträgen und halt Abrechnungen oder sowas, kommt da alles rein. Dann hier oben drauf, ich bin so ein Typ, der kann freie Flächen nicht freilassen, da muss immer irgendwas liegen. Also die ist eigentlich wieder viel zu frei, könnte ich gleich wieder was verteilen drauf. Ist hier gerade Bewerbung, Lebenslauf für ein Praktikum. Dann daneben das Batman-Buch. Habe ich in einem meiner Commentaries erwähnt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welches, aber könnt ihr ja mal auf jeden Fall gucken gehen. So, dann das einzige wirkliche Regal in meinem Zimmer fällt mir gerade auf. Fangen wir mal ganz unten an. Also ganz unten stehen natürlich hier erstmal Rucksäcke. Und zwar drei Rucksäcke. Ich weiß nicht, ob ich drei Rucksäcke brauche. Auf jeden Fall stehen da drei Rucksäcke. Alle in Benutzung. So, dann haben wir hier unten, das sieht man jetzt nicht schlecht, Karton, Beutel und Hülle bzw. Tasche für die Kamera. Also ich nehme das Ganze ja gerade mit meiner Spiegelreflexkamera auf. Ist jetzt keine so tolle, aber denke ich mal doch von der Qualität her ausreichend, von Nikon D3100. Was haben wir da so drin? Das sieht man jetzt, denke ich mal, ganz schlecht. Ist auf jeden Fall die Objektivabdeckung, Fernauslöser, Zweitakku und. Vorne noch ein kleines Objektiv, Stativ meine ich. Nichts Besonderes. Dann dahinter unten drin Ramschzeug, also verschiedene kleine Kartons vom Handy sehe ich gerade.
Und noch so anderes Zeugs, was ich nie im Leben brauche und was vom Umzug übrig geblieben ist. Oben drüber ähnlich. Festplattenkarton liegt da noch. Dann, ja, noch so Zeug, was vom Umzug übrig geblieben ist. Hier liegt, glaube ich, noch Holzleim, wenn ich das richtig sehe. Auch mehr oder weniger nicht zum Anschauen gedacht. Oben drüber noch schon wesentlich mehr zum Anschauen gedacht, ist das Poker-Set. Ja, also können auch mal die Homies vorbeikommen, ein bisschen Poker zocken. Alles kein Problem. Oben drüber dann haben wir noch ein paar Bücher, alle gelesen natürlich, außer die Formelsammlung. Ich meine, sowas liest man ja nicht. Dann haben wir noch eine Taschenlampe, einen 3D-Kompass, einen Mini-Bierkrug und rechts, was sind das? Das ist Kabale und Liebe und unten drunter nochmal Kabale und Liebe. Warum ich das zweimal habe? Keine Ahnung. Okay, oben drüber noch so ein bisschen Kindheitsstuff. Links ein Mikroskop, ein B2-Bomber und ein Lamborghini, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, keine Ahnung. Ewigkeiten her, dann natürlich noch 1 Million Parfüm, da stehen die Mädels drauf und dann dahinter natürlich noch der Rexona Deo-Roller und Feuerzeugbenzin. Absolut geniale Kombination, die das hier steht, merke ich gerade. Okay, oben drüber dann das einzige Hardware-Gedöns, wo Software drauf ist bei mir. Also anderes Zeug von wegen Filme auf Disc oder Spiele auf Disc besitze ich nicht. Alles geladen bzw. heruntergeladen und auf Festplatte gespeichert oder Stick oder sowas. Haben wir von links Battlefield 3, Pro Evolution Soccer 2010, GTA 4, Scary Movie 3, beziehungsweise 3.5, ich glaube, das ist Extended Cut oder so. Dann Scary Movie 1 und 4, 2 habe ich mir dann nicht zugelegt, muss ich mal noch machen. Motel, Alien vs. Predator 2, Born to be Wild, King Kong, Open Water 2, Tom Cruise in Mission Impossible 3, Blue Crush und Star Wars The Clone, die Rache, The Sith, also Star Wars 3. Und obendrauf dann noch ein Cheatzettel für GTA 4. Okay. Ganz oben dann noch ganz wichtig, designtechnische Entscheidung, was grün ist und das Ding ist schon an die Decke gewachsen, sehe ich hier gerade. Und natürlich schon eine rote Kerze, muss ja alles irgendwie auch passen. So, erstmal Luft holen hier. Okay, hier haben wir dann Klamotten natürlich ganz oben drauf und allerlei Krimskrams. Ja, also das geht los bei CDs, über Kabel, über Trinken, nee, das ist was anderes, Tastatur liegt da unten noch. Alles vorhanden hier, das ist ja dieses kleine Technikzeug, was niemand irgendwo hinstellen will, weil es komisch aussieht. Habe ich halt da alles reingeschmissen. Und oben drauf die Klamotten drauf geschmissen, weil ich da aktuell nichts habe. Eigentlich sollte da an die Tür dann noch wenigstens ein Haken oder sowas dran gemacht werden, aber das habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich hinbekommen. Also, ja, mehr oder weniger Notlösung, da die Klamotten drauf zu schmeißen. Abgesehen davon wäre da freie Fläche und sowas, mag ich ja nicht unbedingt. Gut, Wäscheständer dann, ganz wichtig. Dann geht's hier mal weiter, da hänge ich jetzt meine Kamera ab. So. Das ist ein Stift. Der ist gedacht, und das ist übrigens nicht meine Uhr, das ist eine Uhr von der Freundin, hat die voll vergessen. Das ist ein Stift für ein Grafiktablett. Das habe ich aber aktuell nicht so wirklich in Benutzung. Dann natürlich eine Feder, braucht unbedingt jeder Mensch, ja. Vor allem die in der GTA-Ausbildung. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, ein Präsent aus London. Habe ich mir die da, glaube ich, mitgenommen. Ja, irgendwo da in so einem Souvenirshop gab es. Da habe ich gedacht, hey, Robin, die musst du unbedingt haben. Gut, dann hier ein demolierter, nicht mehr zu gebrauchender Mini-Kuli. Habe ich mir zu neu zugelegt, einen wieder zu gebrauchenden Mini-Kuli. Hier dann eine Mini-Maus. Nicht Mickey-Maus, sondern Mini-Maus. War ursprünglich für einen Laptop gedacht, aber da hat er dann irgendwie nicht mehr ganz so wollte, wie ihm abgeschafft wurde. Liegt jetzt hier dumm rum und verstaubt im Prinzip. Dann natürlich noch ein Messer, ist ja klar, braucht jeder Mensch mein alter Camcorder, einen 16-Gig-Stick und zwei Mikrofasertücher. Hier noch ein bisschen Zettelkram. Sollte eigentlich gar nicht so wirklich lesen. Und hier dann natürlich noch mein Tablet von Acer Iconia Tab A700, sprich also Quad-Core-Prozessor 1,2 GHz. Und ja, ich habe irgendwann mal gesagt, dass sowas sinnlos ist. Ist es im Prinzip auch, weil die Leistung braucht eigentlich nichts. Ja? Nix. So, ist im Prinzip dafür da, mal ein paar YouTube-Videos im Bett zu gucken oder beim Beamer dann zu streamen, wenn ich zu faul bin, erst den PC einzuschalten. Erfüllt seinen Zweck auch ganz gut. Akkulaufzeit mit 6 Stunden Filmwiedergabe in Full HD relativ respektabel, muss man sagen. Und auch gut zu gebrauchen. Ansonsten dient der Schreibtisch mehr oder weniger zur Hausaufgabenbewerkstelligung. Ja, kann man so sagen, denke ich. Weil bei dem anderen Zeug natürlich jede Menge PC-Zeugs mit rumliegt. Und das muss man an dieser Stelle mal entschuldigen, wenn einiges unscharf ist. Ich habe das Ganze jetzt hier einfach mal nicht irgendwie scharf gestellt und unscharf gestellt, dass sonst alles irgendwie ein bisschen unscharf wird. Also machen wir jetzt mal weiter. Hier natürlich Mülleimer immer voll, ja, generell, deswegen habe ich auch gleich zwei hingestellt. Ein uralt PC noch, den ich eigentlich mal restaurieren wollte, muss ich mal gucken, wenn ich den Elektroschrott schaffe. Und da hinten noch ein Koffer, wo allerlei Kabelzeugs und anderer Technik-Schildknack da drin ist, den ich aber öfter brauche, als der da in diesem Schrank hier drin positioniert ist. Gut, dann kommen wir jetzt natürlich mal zum allerwichtigsten, aber vorher muss ich jetzt mal einen kleinen Cut machen, weil die Aufnahme da auch in 10 Minuten gleich erreicht ist. Bis gleich.
So, und das auch so war es irgendwie, dass der Prozessor, der Bildsensor nicht zu stark strapaziert und zu warm wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt so mein Zocker- und Bearbeitungsbereich für die Videos. Ich stelle das mal schnell scharf. So. Da haben wir einmal ein Mikrofon. T-Bone SC440 USB Podcast Mikrofon für Schlagbestuhl 50 Euro. Dann einen Ständer dazu für eBay 15 Euro. Dann ein Notizbuch, das ist das da hinten. Dann ein Subwoofer. Eine 1 TB externe Festplatte von Western Digital. Ein Headset, das Rocket Cave. Dieses 5.1 Headset, die haben nur eins. So. Dann eine Tastatur, Office-Tastatur, Funk. Glaube ich, genau, Funktastatur, läuft über diesen Adapter da hinten und darüber läuft auch noch eine Maus, die ist hier unten irgendwo am Tisch mit drin, ob ich mir dann den Beamer gescheit bedienen kann. So, jetzt aber. Xbox 360 Controller für PES und Jetfliegen, dann ein gammeliges 1 € Mauspad aus dem Mediamarkt und eine Zockermaus U-Rage von Logi-Link oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts Teures, auf jeden Fall halt 2 Tasten mehr dran als normal. Für Battlefield natürlich unabdingbar. Dann 2 Monitore, einen Full-HD-Monitor von Acer und einen 1280x1024 Pixel-Monitor von Sonic. Steinalt, hat auch nur VGA, aber langt. Oben auf deine gammelige Webcam, die ich irgendwann mal gewonnen habe. Relativ okay, muss man sagen. Schlechte Bildqualität natürlich, aber hey, ist es eine Webcam. Langt. Gut, dann kommen wir mal zu den Specs im Allgemeinen. Sprich also zum PC, der hier unten steht. Hier natürlich dann noch Fressecke, ja. Also es ist so ein extra kleines Fach, wo Essen drin liegt, um die angestaute Wut dann wegmampfen zu können. Hier natürlich auch noch was zu saufen, was zu trinken. Cola unbedingt für jeden Zocker ein Muss. Da steht noch ein voller Pack, ja, gerade frisch geholt. Ist, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Okay, da hinten sehen wir jetzt noch die Lautstärke-Regelungseinheit meines Lautsprecher 2.1 Dolby-Systems. Nein, nicht von Dolby, natürlich nicht. Läuft praktisch hier hinten zum Subwoofer mit integriertem Verstärker, der das Ganze dann über Verlängerungskabel da hochbringt und da dann auch ausgibt. Ganz einfach da, weil da der Beamer ist und ich die Dinger eigentlich nur drauf habe, wenn auch der Beamer läuft. Der Beamer projiziert übrigens ein Bild von dort direkt dahin und im Prinzip, ja, bildet da hier dann so ein Viereck und ist relativ nice eigentlich, ist HD Ready, also 1280x720 Pixel löst er auf, relativ gut zu gebrauchen für Filme, auch für Full HD Filme, muss man sagen. So, gut, zu den Specs. Ich zeige jetzt mal hier kurz meinen Kanal, ob man das gut sehen kann, müsste man eigentlich aktuell knapp 960, 958 Abonnenten, geile Scheiße, bei 1000 gibt es ein kleines Special, muss man, also kein Special, aber ihr wisst ja, wie das läuft, so ein kleines Dankesvideo werdet ihr dann auf jeden Fall sehen, wird, denke ich mal, relativ nice und auch relativ schön werden. Dann möchte ich euch noch was zeigen, nämlich Facebook, ja, also ich habe mir tatsächlich mal Facebook zugelegt, schon vor einer ganzen Weile, das habe ich ab und zu in den Videos mal mit eingeblendet. Und habe das Ganze auch unten in der Beschreibung in allen Videos immer verlinkt. Also in diesem jetzt auch nochmal, könnt ihr ja mal liken, kostet nichts und ich spam auch da eure Facebook-Statusseite nicht zu, auf keinen Fall. Ist halt im Prinzip ein paar Bilder oder sowas, was ich da immer poste und ein paar Vorschauen oder sowas, eventuell auch mal neue Videos. Muss ich mal schauen, also ich spam da auf jeden Fall nichts zu, könnt ihr sicher sein, dass ich da wertgeschätzten Neuigkeitenbereich nicht zuspamme, halt aktuelle Infos, bisschen was, was halt wirklich wichtig ist, ansonsten kriegt ihr da, denke ich mal, nichts zu sehen. So, dann noch was ganz Wichtiges, bevor wir mit dem PC anfangen. Meine Freundschaft ist in Battlelog. Ich habe in meinem FAQ stehen, in meinem Fuck, dass man mir bitte auf YouTube eine Nachricht schreiben soll, warum man mich adden möchte. Denn das Blöde ist, dass in Battlelog maximal 100 Freunde möglich sind. Ja, ich weiß, dumm, aber ich habe auch keine Ahnung warum. Jetzt sieht man schon einige geaddete Leute und die ich alle nicht annehmen werde. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie mir keine YouTube-Nachricht geschickt haben. Ja? Steht sogar nochmal in der Beschreibung drin, in jeder Videobeschreibung, dass sie das bitte machen sollen. Ich werde, wenn jemand sagt, ja, ich will mit dir zocken, hier ist auch meine Skype-ID, weil ich grundsätzlich zocke ich mit Leuten niemals ohne Skype, das bringt einfach nichts, ja, wenn sie mit einem zocken wollen. Ansonsten darf man auch gerne nachgejoint werden, wer da Lust drauf hat. Ansonsten, ja, tut mir leid, ich kann nicht jeden annehmen, aber wer damit mir zocken möchte, ich bin eigentlich relativ offener Mensch, schreibt mir einfach mal eine YouTube-Nachricht, dass er von YouTube kommt und mir zocken möchte. Ist keine 5 Minuten, sind keine 5 Minuten. Dann möchte ich schnell adden, den Nickname mit dazu und dann weiß ich, wer das ist, kann ich annehmen und fertig. So, gut. Was haben wir noch so? Den PC jetzt so.
Und da kommt jetzt einfach ein Standbild rein. Bam. So, das ist einfach ein Medion-PC. Weiß gar nicht mehr, von letztem Jahr. Ziemlich genau letztes Jahr kam da zu Weihnachten raus. Einfach ein Intel Core i5-Prozessor. Quad-Core mit 3 GHz pro Kern. Also relativ gut eigentlich, möchte ich mal behaupten. Dann natürlich DVD-Brenner und so weiter. 8 GB Arbeitsspeicher habe ich nachgerüstet, dann ursprünglich nur 4. Dann eine GTX 550 Ti mit 1 GB GDDR5 und weiß gar nicht, 900 MHz Taktfrequenz des Grafikprozessors. Irgendwie sowas, also nicht ganz schlecht. Läuft Battlefield 3 halbwegs gescheit drauf, seht ihr auch in meinen Videos immer, denke ich mal. Dann, was hat der dann noch so drin? Irgend so ein Micro-ATX Motherboard, also so eine kleine Version, deswegen ich da keine zweite Grafikkarte einbauen kann. Der kotzt mich tierisch an. Ich werde mir, wie ich schon gesagt habe, eventuell noch eine neue Grafikkarte zulegen. 2 TB Festplatte ist drin, eine 64 GB SSD-Karte ist drin. Und ja, ziemlich viele USB-Anschlüsse, habe trotzdem nochmal einen Hub reingebastelt, weil mir das wichtig war. Dann liegt oben drauf, das sieht man jetzt im Video, denke ich mal, überhaupt nicht, eine 500 GB USB 3.0 Festplatte, auf die kommen die Gameplays drauf, ist eigentlich so eine portable, aber ich habe mir gesagt, hey, kannst du doch einfach mal für die Gameplays benutzen, du benutzt das Ding sowieso fast nie. So, dann natürlich noch allerlei, dieser Klappe hier versteckt, allerlei Anschlüsse, beziehungsweise allerlei, na wie heißt das, Card Reader Optionen, ja, auch wenn ich sowieso nur die SD-Karte bevorzuge, aber naja, ist genauso wie bei den Pornos. Es geht nicht ums Benutzen, es geht erstmal nur ums Haben. So, gut, das war es im Prinzip eigentlich schon. Hier nochmal ein kleiner Rundumblick. Ich sitze jetzt gerade auf meinem Schreibtischstuhl. Der Beamer habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Ich bin jetzt sofort das Ding anzuschalten, weil ich dann auch das Licht ausmachen müsste. Ich würde sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Waren ja immerhin knapp 20 Minuten. Haut rein, abonnieren, favorisieren, liken und teilt das Video. Sport das unbedingt für mein Ego. Wer noch Fragen hat, kann die gerne in die Kommentare posten. Ansonsten verabschiede ich mich von euch mit einem Bild von meinem Desktop und sage wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!